Jetzt noch ein paar abschließende Worte zum gestrigen 0 zu 1 gegen den FC Augsburg. Ich weiß, ich habe gestern schon noch nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel, zwei Videos dazu gemacht, aber jetzt möchte ich dann endgültig ein paar abschließende Worte nochmal zu gestern Abend richten. Zunächst einmal sorry dafür, dass es mit dem Video mit Tudi, was ich ja versprochen habe, nicht hingehauen hat. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich etwas spät dran war. Und das wiederum lag daran, dass halt eben es verkehrstechnisch in Richtung Weserstadion einiges an Zicken gegeben hat. Zunächst einmal hatte die Bahn von Delmenhorst nach Bremen, sorry, zunächst einmal schon mal 10 Minuten Verspätung. Dann gab es einiges an Stauungen am Bremer Hauptbahnhof, was die Straßenbahn angeht, Richtung Weserstadion. Auch da lief nicht alles reibungslos. Ich war dann halt eben auch froh gewesen, dass ich noch pünktlich auf dem Stadiongelände angekommen bin. Ja, ich war so gegen, ich glaube so gegen 7:50 war ich dann da. Hatte noch einen Blick reingeworfen in den Ostkurvensaal, wo ja das Fanprojekt Bremen an Heimspielen seinen Tisch aufgestellt hat. Dieser Tisch wurde schon abgebaut. Das heißt, Tudi war schon auf seinem Stammplatz. Ich gehe mal davon aus, dass er da schon auf seinem Stammplatz war. Und nach dem Spiel, da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf, da irgendwie nochmal in den Ostkurvensaal reinzuschauen, weil da ist nicht mehr großartig nach Party machen zumute. Ja, das war dann einfach, ja, war schon halt eben schade, aber man kann es halt eben nicht ändern. Sowas passiert auch mal. Das 0 zu 1 gegen den FC Augsburg, ja, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird bestätigen können, das war überhaupt nicht keine Top-Leistung, die wir da abgeliefert haben. Es war alleine im Spiel nach vorne wirklich viel zu wenig. Da war kaum was, was richtig gut zusammengelaufen ist. Da liefen die ganzen Spielabläufe, die ganzen Passläufe. Das lief alles nicht so, wie es sein sollte. Dazu natürlich auch, dass der VAR den meiner Meinung nach regulären Kopfballtreffer von Lücke, dass der den aberkannt hat. Und zwar das aus einem Grunde, warum ich frage mich, habe mich überhaupt gefragt, warum bitteschön greift ein VAR denn überhaupt ein? Warum greift der VAR denn da ein, wo er nicht einzugreifen hat? Ein VAR soll ja laut Reglement nur dann eingreifen, wenn der Schiedsrichter krass daneben liegt. Und das ist in diesem Fall halt nicht der Fall gewesen, meiner Meinung nach jedenfalls. Wenn schon abseits. Wenn es überhaupt Abschluss gewesen ist, also da hatte ich doch ganz starke Zweifel dran, dann war das wirklich nur Haaresbreite. Dann kann es wirklich nur so wenig gewesen sein. Dazu sage ich nur, das war für mich kein krasser Regelverstoß. Außerdem auch Leute. Das Stadion jubelte, die Mannschaft jubelte. Es war ist auf der Anzeigentafel, da stand bereits das Tor. Da stand auch schon der Torschütze und ich dachte dazu nur eins. Ja, wenn man sich dann ganz, ganz, ganz krass an die Regeln hält, dann war das Abseits. Ja, aber da muss man, dann ist man aber auch in dem Fall noch päpstlicher als der Papst. Also ich hätte ganz ehrlich gesagt den Treffer, lass es vielleicht mal wirklich eine Haaresbreite Abseits gewesen sein, aber dieser Treffer war für mich trotzdem regulär. Den Treffer hätte ich dann trotzdem gegeben. Man kann es wirklich auch mit der Genauigkeit dann, wenn überhaupt, man kann es dann auch wirklich mal damit übertreiben, aber das war gestern wirklich, ja, für mich war das ein regulärer Treffer. Wir können es nicht mehr ändern. Der Schiedsrichter hat es, nee, der VAR, der hat es anders gesehen und, ich sage dazu ganz ehrlich, ein VAR, der in solchen Sachen eingreift und dann solche Treffer, wo es wirklich nur so haarscharf war, aberkennt. Ein solcher VAR ist für mich untauglich. Ja, dann natürlich auch noch die Verletzung von Pavlas. Also ich habe das jetzt gehört, das ist eine Muskelverletzung gewesen. Also er soll ab Mittwoch ins Training wieder eingreifen. Mal schauen, ob es dann für nächsten Samstag in Leverkusen reicht. Für ihn kam Zetti ins Tor und der bot eine, wie ich finde, richtig gute Leistung. An ihm hat es ganz sicher nicht gelegen.
dass wir mit 0 zu 1 verloren haben, da konnte er überhaupt nichts dran machen. Da wurde er von seinen Vorderleuten sträflich allein gelassen. Im Gegenteil, Zeddy hat das Spiel ordentlich schnell gemacht, hatte präzise Abstöße, präzise Abwürfe. Toll war einmal seine Kopfballrettung, wo er wirklich den Ball sauber gerettet hat außerhalb des Strafraums. Das war schon eine richtig tolle Aktion. Hat uns einige Male wirklich ganz gewaltig im Spiel gehalten. Ja, abschließend kann ich dazu jetzt nur sagen, es ist natürlich ärgerlich. Ich habe danach nach dem Spiel, ja, ich musste danach erstmal den Ärger so ein bisschen runterspülen. Hab mir dann auch so drei große Becks gegönnt. Und ja, aber apropos Bier, es gibt auch wieder neue Getränkebecher. Da habe ich mich auch schon sehr drüber gefreut. Ich habe auch gestern einen abgestaubt und zwar von Lücke. Den will ich mal eben zeigen. Ja, da sind sie drin, meine 39, meine 40 Becher. Jetzt 40 sind es ja inzwischen schon. Und da ist auch der Becher von Lücke. Ein schöner Henkelbecher. Ich finde es schön, dass sie wieder da sind und dass diese unsäglichen Einwegbecher damit der Vergangenheit angehören. So, und zum Spiel selber abschließend von mir nur noch analysieren, abhaken, Blick nach vorne und Leverkusen und dann dort den Dreier nachholen, den wir gestern hätten holen wollen. So, und das war's auch jetzt wieder von mir, wenn ihr Grüße habt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Könnt ihr gerne unten ins Kommentarfeld reinschreiben, die gebe ich dann schnellstmöglichst weiter. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und nicht vergessen, lebenslang Werder Bremen, lebenslang Grün-Weiß.